Bei mir ist der Claudio Bratzerol, er ist der Organisator vom Tscherler Weihnachtsmarkt. Kannst du mir die Entstehungsgeschichte ein bisschen schildern? Ja, die Entstehungsgeschichte ist so, früher hat es hier im Sommer einen kleinen Markt gegeben mit den Bauern, die das immer gemacht haben. Und die haben dann aufgehört. Und dann ist uns ganz spontan die Idee gekommen, um einen Weihnachtsmarkt eigentlich zu machen. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Wie läuft die Vorbereitung auf so einen Tag ab? Puh, der fängt eigentlich schon im Sommer an. Wir tun eigentlich immer alle anschreiben, die vorher immer mitgemacht haben. Und die Wartelisten sind auch immer sehr lang. Der Weihnachtsmarkt hat sich so etabliert und ist auch sehr ein begehrter Weihnachtsmarkt. Und sind natürlich immer auch froh, wenn wir wieder mal freie Stände haben. Heute Morgen haben wir ja eine besondere Überraschung gehabt, als ich da viel Schnee gesehen habe. Ist das ein paar Vorleistungen jetzt für euch, den Markt so herzurichten? Ja, vor allem, die sind morgen um 6 Uhr sind schon mit der Pflüge durchgefahren. Wir waren am Schaufeln, haben müssen recht salzen, dass wir auch die Sicherheit gewährleisten können. Und also wir müssen sagen, einen herzlichen Dank auch der Bevölkerung, denen, die uns auch allen helfen. Noch zum Marktangebot, habt ihr da irgendwo Richtlinien? Also was man darf anbieten, was man nicht darf anbieten? Ja, also wir haben keine Essstände hier und keine Getränkestände, weil die werden alle von uns vom Verein eigentlich gestellt. Weil wir wollen wirklich, dass es ein Weihnachtsmarkt ist mit Bastelsachen und nicht unbedingt ein Ess- und Getränkestand. Wie man es auch schon so an gewissen Weihnachtsmärkten sieht. Wenn ich jetzt die Marktstrecke anschaue, wir sind hier in der Nähe von der St. Johanneskirche. Der geht auf bis zum Landhausplatz. Es ist ein kleiner, heimeliger Markt. Denkt ihr an eine Erweiterung mal? Haben wir immer schon daran gedacht, weil, wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir könnten viel mehr Stände aufstellen. Aber wir haben uns entschieden, auch für die Sicherheit, wenn eine Feuerwehr oder die Polizei müsste durch, haben wir gesagt, nein, wir machen es lieber klein, aber fein. Wenn ich jetzt hierher gekommen bin, von Wallenstadt her, habe ich einen Haufen Leute gesehen. Ja, die meisten kommen erst noch. Also, ich denke, so halbe sechs, wie wir es jetzt bald schon haben, da wird es dann noch recht viele Leute geben. Und der Sammy Klaus kommt ja auch noch. Habt ihr bei diesem Markt auch einen Sponsor noch? Ja, wir haben einen Hauptsponsor, das darf ich auch sagen. Das ist die Raiffeisenbank, die uns immer tagkräftig unterstützt. Vor allem stellen sie auch einen Gratisbus zur Verfügung stellen. Also die Bevölkerung von Flums, Bärs, Wallenstadt, die können mit einem Gratisbus hierher kommen. Und die tun wir auch sicher wieder heim. Bei mir ist jetzt Edith Müller. Sie ist eine der Initiantinnen vom Tscherler Adventskalender oder Adventsweg. Wie ist der entstanden, Edith? Also im 1994 haben wir hier gestartet mit dem Adventskalender. Und zwar ist das natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe das in einer Zeitschrift, habe ich das einmal irgendwo gesehen und gefunden, das wäre doch perfekt für die Tscherler. Weil dann könnten wir einen Weg machen, miteinander zusammen sein und irgendetwas miteinander bewirken. Und so ist das entstanden. Ist das auch ein bisschen richtig Bevölkerung zusammenschweissen? Ganz genau. Wir sind frisch auf die Tscherler gezögelt und haben gefunden, ja, wir möchten gerne irgendwie miteinander etwas machen. Begegnungen, vorweihnachtliche Freude. Und wenn man jetzt so sieht, hier die Tscherler, wir haben, glaube ich, gerne Weihnachten. Effektiv. Ich bin froh, dass sich das bestätigt hat und dass ihr euch darüber freuen könnt. Wie organisiert ihr das? Also wir sind ein paar Frauen, die immer wieder schauen und die Leute mit sanftem Druck dazu hinbringen, dass sie auch mitmachen. Und wir haben es jetzt wirklich seit dem 94 jedes Jahr geschafft, immer alle 24 Fenster fertig zu bringen. Und für das sind wir sehr stolz. Ein Jahr haben wir sogar 25 Fenster gehabt, weil wir noch eins mehr hatten. Aber eben, es war etwa die ziemlich ein Krampf gewesen, aber indem alle mitgemacht haben, ist das natürlich super gegangen. Gibt es einen Flyer, wo man die Stationen sehen kann und wo kommt man da rüber? Selbstverständlich. Also wir sind immer ein paar Frauen, es bin nicht nur ich, die das organisieren. Und jetzt macht das neu, seit dem Jahr, Christine Stucker. Und sie hat eine Liste, wo alles draufsteht. Und man kann sich bei ihr melden, man kann sich bei mir melden. Dann nachher haben wir so Listen, die auch hinten drauf zeigt, wo man durch muss für Leute von auswärts, die nicht wissen, wo die Fenster sind. Haben die irgendwo beim Dorfeingang aufgehängt?
ganz genau. Unten dran, gerade beim Eingang, wenn man unten raufkommt, hier auf der Brücke hat es auch, es hat so ein paar Stationen, wo man so Flyer in einem Mäppel rein hat, wo man rauszupfen kann und dann dementsprechend Fenster findet. Habt ihr auch Rahmenveranstaltungen geplant noch? Nein, das haben wir nicht. Wir haben am Anfang, eben, wo wir hier gestartet sind, hat sich dann das natürlich ein bisschen entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen auch mal einen Höck. Wir haben dann angefangen mit einem Scherler Frauenhöck, damals noch im Landhaus oben, einmal im Monat. Einfach der Grund war, damit wir, die neu zugezogen sind auf Scherler, natürlich eben auch die Leute ein bisschen kennenlernen. Wir wollten ja vor allem auch die Altbevölkerung kennenlernen. Und ja, das war eine ganz gute Sache gewesen. Aber jetzt im Moment macht die IG macht natürlich einfach so Sachen. Bei mir ist der Präsident von der IG Scherlach, der Roland Siedler. Die IG Scherlach, wie ist die entstanden? Das ist eine Interessensgemeinschaft und entstanden vor rund 15 Jahren. Wo die gegründet wurde von eigentlich Leuten, die etwas haben wollen bewegen hier in Scherlach und sich hier eingesetzt haben fürs Dorf und gesagt haben, wir wollen hier einen Verein gründen und etwas machen. Sie haben auch gewisse Ziele gerade seiner Zeit gehabt. Es ist eigentlich darum gegangen, einen Spielplatz zu realisieren und das war sicher so der Hauptgrund gewesen, am Anfang, um so das Ganze in einen Verein einzupacken. Ihr habt auch Aktivitäten während dem Jahr. Erzähl mir da etwas drüber. Oh ja, da haben wir sehr viel. Wir organisieren am Anfangsjahr ein Neujahrsapero. Dann geht es weiter, dass wir eigentlich in der Fasnacht mitmachen wollen. Immer mit einem Wagen in Wallenstadt. Dann haben wir HV. Wir haben dieses Jahr auch Schönhalden oben haben wir einen Anlass gehabt, wo fast über 50 oder fast 60 Leute mitgekommen sind an einer Brunch, die wir dort eingeladen haben. Dann haben wir auch noch die Musik, die kommt, Alphornbläser und natürlich der Weihnachtsmarkt. Das ist sicher so unser Highlight, das jetzt heute stattfindet. Ja. Das der Weihnachtsmarkt haben wir so wie nie orientiert übernommen, oder? Nein, ursprünglich haben wir einen Herbstmarkt gemacht. Und dann hat man eigentlich gefunden, ja, nein, das ist nicht ganz das Richtige. Wir machen hier einen Weihnachtsmarkt, wir verschieben den hinten verschieben. Und so ist das eigentlich entstanden. Aus einem Herbstmarkt ist dann ein Weihnachtsmarkt entstanden. Ja. Und so wie man es heute ja sieht, ist es viel der grössere Erfolg, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist ein Riesenerfolg. Also wir sind auch stolz, dass wir das machen können. Braucht aber auch viel Einsatz von Freiwilligen. Und ich glaube, es ist heute fast das ganze Dorf irgendwie involviert mit Aufbauen, Abbauen. An den Ständen natürlich auch, wo die tätig sind. Es geht ja wieder in Richtung Zusammenhalt von der Bevölkerung, denke ich. Das ist sicher auch ein Grund für die IG Scherlach. Wir wollen eigentlich das Dorfleben beleben. Und jeder Anlass ist natürlich irgendwie eine Bereicherung für das Zusammenleben hier in Scherlach, dass man einander kennenlernt und auch so können, Kontakt knüpfen und ja, so zusammen sein dann eigentlich, oder? Man hat ja in den letzten Jahrzehnten eine rege Bautätigkeit festgestellt hier in Scherlach. Und da sind ja auch neue Leute hergekommen. Und ich denke, euer Ziel war es, die bestehende Bevölkerung mit den Neuzuzügen zu verschmelzen. Ja, sicher, dass wir eigentlich die auch involvieren in Arbeiten, die sie dann tätigen. Also eben jetzt auch hier für Weihnachtsmärkte. Und das ist jetzt auch wieder dieses Jahr so, dass Neuzuzüger eigentlich, wo da sich etwas gekauft haben, eigentlich jetzt ein Haus haben und da auch wieder dabei sind und mithelfen am Weihnachtsmarkt mit aufstellen und das natürlich auch integrieren. Man lernt einander kennen und man kennt einander oder in Scherlach. Das ist eigentlich dann wirklich das Gute daran. Seit kurzem besteht ja in Scherlach der Dorftreff. Ich würde dort mit dem Ortspräsidenten noch persönlich reden, aber ich nehme an, ihr seid ja auch froh um den Dorftreff. Oh ja. Der bringt uns natürlich sehr viel, weil das Restaurant, das hat uns immer gefällt. Seit dem Verlust vom Landhaus, wo das weggegangen ist, haben wir natürlich eigentlich immer das Manko gehabt, dass wir kein eigenes Restaurant haben. Und jetzt mit dem Dorftreff ist natürlich das herrlich. Wir können den Anlass da rein machen. Wir haben auch schon einen Samstagmorgen Kaffee und Gipfel ausgeschenkt oder offeriert von der IG Scherlach. Und wir wollen dann auch die HV hier machen und auch sonst eigentlich Anlass. Denn da, wo die Musik kommt, dass wir das alles eigentlich da beim Dorftreff machen oder vom Vorplatz machen vom Dorftreff und den Dorftreff integrieren, das Ganze. Ich habe da einen getroffen, der ist von Mils und kommt auf Scherlach. Warum kommen wir da ab? Ihr habt ja auch einen Weihnachtsmarkt zu Mils, Entschuldigung. Also ausschlaggebend war schon die Frau, dass wir hier runtergekommen sind, an der Weihnachtsmarkt.
Darum können die Frau sagen, was sie meint. Ich habe schon mehr gehört, dass es ganz hübsche kleine Märzeige mit viel Charme und Liebe dargestellt ist alles. Gusti Zock, du bist ja ein Schirler und was sagst du zu dieser Entwicklung, dass es hier so einen Weihnachtsmarkt gibt? Das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich immer, kommen alle Jahre, komme ich hier schauen. Und heute ist noch das Wetter entsprechend, ein Haufen Leute, stimmt alles. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass und Freude. Ich habe jetzt Gina Meister bei mir, sie ist die Wirtin vom Tscherler Dorftreff. Wann ist der aufgegangen? Also wir haben am 15. August dieses Jahr aufgetan und wir sind eigentlich gestartet gerade mit 3 Anlässen und darum haben wir das Geschäft gerade aufgefahren in den nächsten 14 Tagen. Und was sind deine Angebote? Das ist ja nicht ein riesiges Restaurant, aber ich glaube ein feines Programm hast du. Ja, es geht einmal in erster Linie um gemütlich zusammen zu sein. Wir haben natürlich ein riesiges Kaffeeangebot, wir haben eine kleine Snackkarte und natürlich jeden Tag ein Menü.
Bei mir ist Margit Linder, ursprünglich meine sexy Weisstannerin. Ja, Mama. Mama ist eine Weisstannerin. Ja, aber du denn nicht? Auch von Weisstannen? Nein, Mädris. Ja, das ist natürlich ganz etwas anderes. Ja. Aber jetzt wohnst du ja in Wallenstadt. Und so wie ich es in Erinnerung habe, bist du eine von den Ersten, die hier mitgemacht hat an dem Weihnachtsmarkt. Stimmt das? Ja, jetzt. Also am ersten glaube ich nicht, aber sitzen ist eben am ersten nicht, aber nur allen. Und was ist dein Angebot? Erzähl noch ein bisschen da. Viele Sachen, die wir selber machen, oder? Unseren eigenen Schof mit Wolle. Und Backwaren. Bierbrot und Linzertörtli. Und Nüsse machen wir einen Haufen ausmachen und mit diesen Zeug verwerten. Typisch Linder. Danke vielmals. Warum sind ihr auf die Scherle am Weihnachtsmarkt gekommen? Weil das der schönste ist, weit und breit. Wir kommen schon einen ganzen Haufen Jahr immer daher. Und wenn wir kriechen, müssen wir gönnen. Das finde ich super. Ja. Viel Spass. Ja, danke vielmals. Bei mir ist jetzt der Ortspräsident von Tscherlach, Patrick Sieber. Der Dorftreff ist ja auf die Initiative der Ortsgemeinde Tscherlach erstellt worden. Was waren die Beweggründe, die Überlegungen der Ortsgemeinde? Ja, die Ortsgemeinde hat eigentlich das Interesse, dass im Dorf Tscherlach auch etwas läuft. Und von dem her hat halt in Tscherlach seit längerem ein eigentlicher Treffpunkt gefehlt. Und darum hat sich die Ortsgemeinde auch entschieden, also die Ortsgemeinde mit der Bürgerschaft, mit grosser Initiativen eigentlich für den Dorftreff. Und so ist das daraus entstanden. In diesem Haus ist ja nicht nur ein Restaurant. Was gibt es da noch? Ja, neben dem Restaurant ist sicher auch noch im oberen Stock. Wir dürfen Büroräumlichkeiten einrichten und vermieten. Zum einen und zum anderen haben wir auch noch Plätze für Archivmaterial, also von der Ortsgemeinde wie auch von der Kirchgemeinde können wir dort noch einen Archivraum nutzen. Und das ist eigentlich so das Gesamte, was wir in dem Dorftreffen können installieren. Kann man den Raum oder den Dorftreff auch für andere Events mieten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Idee ist nicht nur, dass es ein Restaurant ist. Der Dorftreff steht allen ob Auswertung oder Einheim ist zur Verfügung. Man kann den mieten mit der Gastronomin oder man kann ihn auch mieten ohne Gastronomin. Also ob jetzt das eine Hochzeit ist, eine Taufe oder eine Geburtstagsfeier zum Beispiel, der Raum soll auch für das zur Verfügung stehen. Der Dorftreff ist ja nicht so wahnsinnig lang offen. Haben sich eure Erwartungen eigentlich erfüllt bis jetzt? Ja, ich muss ehrlich sein. Regelmässig gehe ich ein bisschen spienzeln, was da drin läuft. Es hat sich sicher erfüllt. Wir haben auch können feststellen oder dürfen feststellen, dass sich Leute, die in Tscherlach eigentlich schon länger wohnen, dass die sich hier das erste Mal getroffen haben. Und ich glaube, das war ja das Hauptziel des ganzen Dorftreffens. Das ist ja so heute meine Feststellung mit allen, die ich geredet habe. Genau das, dass das Zusammenwirken von der Bevölkerung, das ist erreicht worden oder gestärkt worden? Ja, also wir haben natürlich im Verwaltungsrat intensive Diskussionen gehabt, wie und in welchem Rahmen und in welchem Umfang. Und da sind auch gute Ideen auch von der Bevölkerung gekommen. Also nicht nur von der Bürgerschaft, auch von der Bevölkerung sind da gute Ideen gekommen, wo man die ein oder andere auch hat können, integrieren in den ganzen Bau.